Entschuldigung, Frühstücksbeat im Corso auf der Kieler Woche. Und wer sitzt bei uns im Auto, meine Lieben? Alter, wer sitzt drin? Es ist Egon Müller! Mein Gott, ich dreh durch! Es ist unglaublich! Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht gleich ein Rennen machen mit Tante Opel. Das könnte gefährlich werden, weil Tante Opel ist sehr schnell, oder Egon? Ja, ist doppelgedoppter Zwiefachfänger an der Kopf. Habt ihr das gehört? Er kennt sich aus mit Tante Opel. Guck mal, hier sind die ganzen Fans. Aber wieso fotografieren die immer an uns für ein Spektakel hier, Walter? Wir fahren im Corso durch die Innenstadt von Kiel immer noch mit Egon Müller in Tante Opel. Ja, er streicht sich sein Haar hier. Hier ist er. Ganz freche. Die Legende aber ganz ist frech. Bei uns im Auto in Tante Opel. Ich drehe immer noch durch. So, wir sind jetzt angekommen hier am Ende der Kiellinie. Hier stehen schon die ganzen Massen. Die müssen ja auch warten, ne? Weil die kommen ja nicht über uns, weil wir ja im Corso fahren. Oder Herr Müller? Wir blockieren ja alles. Generell gibt es kein Durchkommen. Aber wir so sieht das aus. Aber wir fallen nicht genug auf, weil unsere Farbe ist extrem. Also, wir haben zwar einen auffälligen Kutscher da vorne am Steuer, aber das Auto macht nichts her. So, das haben wir jetzt aber mal nicht gehört, meine Lieben. Er sagte gerade, das Auto macht nichts her. So, und guck mal, was passiert, meine Lieben. Von der Farbe her, von der Farbe her. Rotes Licht für Egon Müller. Das Auto ist ein Millionen-Bestseller. Haben Millionen Menschen gefahren. Gut. Aber es ist ein Millionen-Auto. Ich würde sagen, er hat es wieder gut gemacht, oder Walter? Weil er ist sich da noch nicht sicher. Von diesen ganzen Millionen gepflegtes Einzelstück. So, meine Lieben, habt ihr das gehört? Egon Müller hat über Tante Opel gesagt, das ist ein extrem gepflegtes Einzelstück. Dieser Herr hier übrigens, ja, guckt euch den mal an, der fährt immer hinter uns mit dem Blinklicht. Pass auf, wir sagen ihm das mal. Also, da, Mann, mit dem Blinklicht! Jetzt aber gleich los, rechts ranfahren. Herr Egon Müller hat die rote Kelle rausgehalten und den Polizisten an. Unerhört, sagt er, unerhört. Meine Lieben, da hier ist eine Fahrt, das ist unglaublich. Unglaublich. Alle rechts ranfahren. Walter freut sich wie Bolle. Es ist unglaublich. Ich würde sagen, es ist wahnsinnig hier.